So, das nächste Boost, das wir haben, ist Stunde der Vernichtung. Ja. Out of Devastation. Out of Devastation ist meistens ein Set, was sehr sporadisch angeschaut wird von den meisten. Ist halt auch nicht das coolste Set gewesen von der Powerstärke her, aber auch hier sind Expedition-Karten drin. Und das ist genau das, worauf ich es abgesehen habe bei diesem Set. Und ein paar Anubis, weil alle wissen, Anubis ist so mein favorite Kitty of all days. So, was haben wir denn hier? Begraben von Sand, drei Mana Hexerei, man durchsucht seine Bibliothek, kleiner Standardlandkarte, bringt sie getappt ins Spiel und mischt dann seine Bibliothek. Mit Umwandlung. Not that bad. Digiros Abkehr. Zwei Mana Spontanzauber, tappe bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl, auch mit Umwandlung. Strategische Planung. Jason Gideon. Mhm. Zwei Mana Hexerei, schau die obersten drei Karten der Bibliothek an, nimm einen davon auf die Hand und leg den Rest auf den Friedhof. Das ist okay für zwei Mana. Klingenwirbel, zwei Mana Spontanzauber. Lege eine -1/-1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Der Klingenwirbel fügt dem Beherrscher der Kreatur 2 Damage zu. Okay. Ruinenratten, zwei Mana 1/1 Death Touch. Und wenn sie stirbt, schickt man eine Karte aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Wow, was für ein Bild. Überraschungsangriff. Drei Mana Spontanzauber. Eine Kreatur deiner, die du kontrollierst, kriegt +1/+0 bis zum Ende des Zuges und fügt einer Kreatur, die der kontrolliert, in ihrer Stärke zu. Todbringender Stich. Drei Mana Hexerei. Lege als zusätzliche Kosten, um den zu wirken, -1/-1 Mark auf eine Kreatur, die man selber kontrolliert. Man zerstört eine Kreatur deiner Wahl. Das ist gut. Pflichtbooster Diener. 4 Mana 2/5. Wow. Wüste der Achtsamen. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein blaues oder für zwei Mana Cycling. Dolch der Ehrenhaften. Zwei Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kur kriegt +2/+0 und Pestilenz 1. Immer wenn sie geblockt wird, verliert der Verteidigerspieler einen Lebenspunkt. Und sie hat Ausrüstung für zwei Mana. Engel des Gottpharaos. Oh ja, Nikobolas Gottpharao. 6 Mana, 4/4 fliegend, Umwandlung 2. Und verfluchte Horden. 4 Mana, 3/3. Für 2 Mana kriegt ein angreifender Zombie eurer Wahl unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Geil. Das ist eine gute Karte. Und unser Rare ist, wow, überwältigende Herrlichkeit. 8 Mana Verzauberung, Fluch, verzaubert einen Spieler. Dieser Spieler, Kreaturen, die dieser Spieler kontrolliert, haben keine Fähigkeiten mehr und sind an 1/1. Und der verzauberte Spieler kann keine Fähigkeiten aktivieren, außer Mana- und Loyalitäts-Abilities. Saustark. Insel ohne voll. Was zur Hölle? Die ist voll gecurlt. Verewigter des Untergangs. Okay, 3 Mana 1/3 Zombie Cleric mit Pestilenz 2. Und wenn er angreift und nicht geblockt wird, zieht man eine Karte. Okay. Ja. Das war das erste. Ich habe noch eins. Das seht ihr gleich. Demnächst. Bis dahin, aber ich sehe. Ciao.